Part 4 jetzt mittlerweile schon bei Black Mesa, sind aber wieder da. Bei Rafik nicht LP mit Tibor und mir. Hi. Und ja, wir haben ja die letzte Folge beendet bei diesem Schacht. Und ja, wie ihr seht, falls ihr das verpasst habt irgendwie, ja, da geht irgendwie was ab. Ich würde jetzt gerne diese Kiste wieder auf, Kiste, wie ich es gerade gesagt, dieses Ding hier wieder aufstellen. Damit wir mit dieser Scheiße hier irgendwie mal hochkommen, aber ich glaube so. Keine bösen Wörter, Tibor. Mit diesem blöden Ding. Er. Ja, schön. Dresch. Wirklich. So, jetzt hauen wir ab hier. Mal gucken, ob wir die Leiter hier irgendwie. Ne, die Leiter ist jetzt auf diesem Charakter. Ja, ja. Genau. So. Scheiße. Steh. Und dieses Gravity-Ding, Die Gravity-Gun, die wird's hier nicht... Nee, nicht Gravity-Gun, sondern einfach nur dieses Ding an sich, meine ich jetzt hier. Diese, dass man Gegenstände einfach so nehmen kann und die so interaktiv benutzen kann. War, glaube ich, Half-Life doch auch so mit das Erste, oder? Ja, definitiv, ja. Ich merke gerade, da kommen wir nicht weiter. Und ich denke mal, da müssen wir uns jetzt... Ah, guck mal, genau die meinte ich nämlich. Ach, du Scheiße. Diese Mistviecher. Eieieiei. Kann man das irgendwie wegkloppen, dreschen? Ja, schießen, aber ich kann es auch mal probieren. Ja, na klar. Okay. Klette, okay. Tot. Kleiner Bruch diagnostiziert. Aha, so. Da war übrigens der Typ, bla bla bla, Mr. Freeman. Ah, da war er, ja. Da war er. Kein Mensch weiß, was er will, warum er da... Ach du Scheiße, guck mal, Hundi. Ach du verdammte Kacke. Ach so, der macht hier so Schall. Schallscheiße. Super Schall. Oh, ab, du blöde Sau. Der macht wie ein nasser Sack da rum. Ditcht. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier irgendwas einsammeln können, aber es sieht nicht so aus, ne? Gut, dann sprinten wir uns jetzt mal den Weg hier raus, aber so schnell raus, du ab. Nee, Finger von meinem Kopf. Du Sau. Kopfgrabbe tot. Kopfgrabbe. Das ist natürlich wieder sehr einladend hier alles. Ich wollte gerade sagen, das sieht einfach so danach raus, geh woanders hin. Von der Sound. Ja. Einfach noch. Ja, ist doch gut. Ein eindeutiges Nein. Grüße. Ach, jetzt segnet ja. Jetzt auch richtig erst, dass die Viecher ja da drauf sind, genau. Genau. Hau ab, du. Hab ich schon Sau gesagt eigentlich? Ich glaube schon. Nein. Ja, irgendwie, ist es halt wirklich nur doof mit der Brechstange, werden halt irgendwie doch ein bisschen verletzt immer. Das ist doof. Hebelgeräusch. Ja, deswegen sollten wir zusehen, dass wir so schnell wie möglich. Okay, was bringt uns das jetzt? Oh oh. Jetzt haben wir irgendwas gemacht. Das ist schön. Ja, wir sollten auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder Munition bekommen. Oh, da lebt sogar noch einer. Wie macht denn der Angst? Warum sieht die Untertitel eigentlich aus? Das ist eine gute Frage. Oh. Nimm mich mit! Gut, war jetzt gut. Also wir nehmen den Kumpel jetzt mit. Wissenschaftler unter Schmerzen. Dann nehmen wir den Kumpel jetzt mal mit. Okay. Jetzt waren die Untertitel wieder da. Okay, kleiner Bug anscheinend. Ja, sieht so aus. Und der öffnet uns jetzt irgendeine Tür. Tja. Ach, naja, klar. Wahrscheinlich... Ach so, durch den kommen wir dann, alles klar. Jetzt nur die Frage, irgendwo, wo wir jetzt schon waren oder irgendwas, was noch kommt? Ich schätze mal eher was noch kommt, weil hier ist nämlich gerade der Typ gewesen. Mädchenhafter Schrei. Ich sage doch, also das ist total bescheuert, so ein bisschen. Die Übersetzung. Total bescheuert ein bisschen. Oh, das klingt auf jeden Fall nicht gut. Aua, 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 aua. Ich wollte es noch sagen. War doch schon fast klar hier. Aua, bist du auf, hau ab. Na, so, toll, schon haben wir 120 HP, ja. Munition, irgendwas. Nee, natürlich nicht. Ah, okay. Danke, Boy. Ja, aber von Sicherheit kann hier irgendwie scheinbar nicht die Rede sein. Also der Kumpel hat keine Untertitel, weil... Geil, geil. Schön, Granaten. Oh, und schon fühlt man sich gleich ein bisschen sicher hier in Black Mesa. Jetzt haben wir erstmal zwei volle Magazine, mit denen wir alles zerballern können. Tut. Aber, ach da. Ah, Heilung auch noch, Wahnsinn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Ja, man sieht, hier ist alles sehr schön überarbeitet worden. Haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Ich werde das hier mal, bevor hier wieder irgendeine Scheiße passiert, ganz schnell abspeichern. Gut, da kommen wir nicht raus. Ja, ich denke auch. Ja, weiß ich nicht. Wir können ja mal ins Kino gehen oder so. Was war das jetzt? Also, ich glaube, der ist auch ein bisschen. Naja, wisst ihr, manche Leute sind halt anders. Ja. In diesem Sinne, hier kommen wir natürlich auch nicht durch, war ja klar. Ich glaube, jetzt werden wir uns hier wieder völlig ins Getümmel stürzen. Wir haben jetzt irgendwie zwei manuelle Overrides erzeugt. Kein Mensch weiß, wo, in welche Richtung und was das soll. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dran, wenn wir jetzt hier einfach mal nicht hier lang gehen, sondern wieder runter. Okay. Man hört also die. Die Geräuschkulisse ist halt wirklich cool. Man hört aus der Ferne schon diese. Schon sehr unangenehm. Man fühlt sich auf jeden Fall immer so ein bisschen beobachtet. Ich schätze mal, da können wir vielleicht lang. Ah, guck mal. Das sieht doch schon wieder schön aus. Da kommen wir natürlich doch. Genau so kommen wir hier hoch. Genau. Und schon sind wir voll. Das ja. Und die Gesundheit ist auch wieder auf dem Tisch. Richtig. Okay. Habe ich was gehört? Nee, habe ich nicht. Ja, ich habe so ein bisschen was gehört, ja. Man hört immer so ein oh. Ja, ja. Das ist irgendwie sehr unangenehm. Übrigens, warum ist das eigentlich so weiß hier, genau? Das ist alles nicht Half-Life. Hau ab, du blöde Sau. Klette tot. So, da brauchen wir jetzt keine Munition verschwenden. Ich wollte gerade sagen, bei den Viechern kann man das auch mal so machen. Ja, das ist vom Levelaufbau her irgendwie doch ein bisschen untypisch hier. Also, das erinnert mich alles nicht sehr an Half-Life 1. Also, die Levelstruktur hier kenne ich ab jetzt hier auch wetzelos. Muss man da beschmeißen die dich mit brennenden Tonnen? Ja, also irgendwie. Das macht man nicht. Gut. Mit der Munition müssen wir auch echt aufpassen. Also. Ja, du knallst dann schon aggressiv ruf da auf die Dinger. Ja, also mit der Munition, das ist also tatsächlich in Half-Life schon immer ein ganz großes Manko gewesen. Okay. Jetzt wird es hier schon wieder kritisch. Tja, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Ach, du Scheiße. Ach, guck mal, den Kumpel kennen wir da noch von vorhin. Alles klar. Okay, ich glaube. Oh, Munition. Das ist ja schon mal schön. Aber kein Hype. Der angenehme Pufflicht auf jeden Fall. Ja, hier könnte ich mich wohlfühlen. Gut. Security Clearance Level 4. Wir waren Level 3, glaube ich, ne? Ja. Kopfkrabber-Alarm. Na, wo denn? Entspann dich. Würde Arnie sagen. Ach, alle Arnie, ey. Auf jeden Fall. Sag mal, er würde das hier auch bestimmt alles ein bisschen souveräner regeln als wir. Okay, hier hat sich irgendjemand in die Mülltonnen eingesperrt. Ja, aber der Typi klang gerade so ein bisschen wie Blablabla, Mr. Freeman-Typ. Brechstange Dresch. Also komm ich nicht drüber weg. Ist zu lustig. Ne, das ist ein anderer. Der Blablabla, Mr. Freeman hat eine viel tiefere Stimme. Ja, stimmt. Okay. Ich hab mal wieder keine Ahnung, wo ich hin muss, aber da ist ein Knopf. Knopfdruck, sinnlos. Dann sind wir hier natürlich wieder falsch. War ja klar. Oh! Okay. Wasser spritzt. Ey, sag mal, die übertreiben das aber auch wirklich. Ja. Warte mal, ich glaube, das kann man auch wirklich echt mal ein bisschen manipulieren. Ach, hier Untertitel an. Ne? Mal auf Dialoge bestellen. Ja, okay. Weil wollte schon sagen. Das war wirklich total todesnervig. Hieran kann ich mich schon wieder erinnern. Mhm. Ja, das ist auch eigentlich, ich meine, da hast du ja bestimmt schon. Ist ja bestimmt schon Ewigkeiten her, wo du das letzte Mal das jetzt. Ja, auf jeden Fall. So, den Kumpel, den krieg ich jetzt mal auf euch. Schau hier, komm. Ja, komm. Auf jeden Fall. Genau. Da hinten müssen wir hin, wie das aussieht. Sonst würden ja jetzt hier nicht so provokant die blöden Viecher hier rumschwurmen. Ist das wirklich so cool, die Muni dafür zu verschwenden? Kann man sich nicht theoretisch hochziehen lassen von denen und die dann unterbrechen? Ja, geht dann halt wieder auf Kosten der AP. Ne? Naja, ich meine, dass man vielleicht noch, bevor sie dich halt anditschen. Könnte machbar sein. Könntest du ja dann mal ausprobieren. Emergency use only. Okay, das ist jetzt natürlich cool. Ja, und das ist jetzt natürlich super cool, dass mir dieses Vieh jetzt auf den Sack geht. Ich glaube, jetzt ist vorbei. Ja, das sieht nicht gut aus.
Also, ich denke mal, die werden wir dann trotzdem erstmal umbringen. Ich glaube auch, ja. Ist jetzt die Frage, wo wir jetzt landen? Na, wir hatten das letzte Mal gespeichert in dem Raum, wo uns eigentlich noch... Okay, okay, oder so. Das ist natürlich auch geil. Ja. Nee, ich weiß ganz genau, dass hier links rum... Lebt der immer noch? Ja. Sag mal. Jetzt nicht mehr. Da ist ja auch noch einer, ey. So, guck mal. Ach, und die geht da dann hoch bestimmt, wa? Nee, schade. Nee. Okay, das hat jetzt aber nicht gebracht. Aber in dem Moment, wo die das Ding hat, kannst du vorbeilaufen. Ey. Genau, ja. Aber ich glaube, das ist trotzdem sinnvoller. Ich glaube, ich mach mal die Taschenlampe an, damit wir auch alle mal was sehen. So, hier ist... Schon wieder einer, na klar. Hier ist irgendwo... Aua, aua, aua. Hier ist irgendwo... Oben... ein Ausgang. Der ist auch tot. Sind wir jetzt von da gekommen, oder? Das ist jetzt die Frage. Nee, von nee, da, nee, Quatsch, nee, wir sind da so in so einem Ding runtergefallen. So, genau. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich dahin, aber deswegen müssen wir erstmal alles hier aus dem Weg schaffen. So, und ich glaube... Ah, oh, nee, 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 das lassen wir. Ja, ja, das sieht sowieso schon wieder alles sehr kritisch aus. Ja. So, ist hier noch irgendwo was? Gut, jetzt haben wir noch 4 Schuss. Naja, aber ich sag mal, hier haben wir jetzt doch eigentlich ganz gut aufgeräumt, genau. Ja, und diese blöde Stücke Mist hier. Einfach mal entfernen. Ist hier noch irgendwas zu holen? Natürlich nicht. Okay. Hier geht's auch noch lang. Das ist jetzt die Frage, ob wir da lang wollen. Ich schätze mal, das klemmen wir uns einfach. Ja, ja. Naja, wenn es halt da was geben würde, ne? Aber. Okay, also wir müssen hier hin. Also das heißt. Was ist da? Rechts. Also rechts und dann wieder links. So, und bevor wir uns wieder hier verzetteln. Schön gemacht. Schöne Schatteneffekte auch. Ja, ich bin bei so free, also bei so kostenlosen Spielen, die man sich halt einfach sauen kann, finde ich generell immer, wenn die dann halt noch schick aussehen, das ist schon was Schönes. Ja, definitiv. So, und schon haben wir es geschafft aus diesem... Oh, oh mein nicht, Gott. Mann, das war jetzt aber... Ja, na toll. Wie er runterditscht. Ah, das sieht doch alles so richtig... Ich möchte hier nicht sein, danach aus. Ja, oh, nicht umfallen. Ich glaube, das ist so gefährlich. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein Medipick... Ja, das war jetzt eine Mischung aus Kit und Pack. Ja, Medik bekommen. Und jetzt haben wir erstmal wieder 42 AP. Und das sieht aus, als wären wir auf dem richtigen Weg. Ja, wäre jetzt eigentlich wieder der Punkt, wo wir irgendwas erzählen könnten über Black Mesa oder Half-Life oder Valve. Mhm. Es war übrigens, ja, so eine Mod-Gruppe, die Black erstellt hat, um Carlos Montero oder so. Montero hieß er, glaube ich, irgendwie so, genau. Den Spitznamen von ihm kenne ich jetzt nicht, aber die haben sich Mühe gegeben und die haben eine ganz gute gemacht, finde ich. Ja. Ja, es ist natürlich auch so, dass es hier nicht alles die ganze Zeit nur irgendwie im Untergrund verläuft. Wir kommen dann später auch noch raus und dann haben wir auch noch schönere Waffen. Und da ist wieder aus irgendeiner anderen Dimension irgendein Vieh gekommen. Okay. Und erschreckt uns zu Tode. Ah! Also die finde ich so blöden Mist. Dumm. Ich finde es immer zu herrlich, wie die denn da wirklich wie so ein nasser Sack. Tot sind. Tot sind, ja. So. Weil nasse Säcke sind tot. Das ist auch alles super safe. Kann man natürlich auch nicht rein. Deswegen fahren wir einfach mit dem lustigen Fahrstuhl hier, würde ich sagen. Piep. Gut, der ist kaputt. Ja, dann. Wenn den Hauptmann halt drauf ist, klar. Nein, das lassen wir. Warum rollt die Kiste auf immer? Kiste. Ja, ich glaube, die Kisten natürlich nicht umsonst kaputt. Ja, wollte gerade sagen. Weil da kann ja immer irgendwo was drin sein. In diesem Falle nicht. Ja, wäre auch zu schön. Gut, hier ist natürlich alles kaputt. Das heißt, wir müssen theoretisch irgendwie hier rein. Aber... Komm, kannst du die Scheiben kannst du nicht einhauen, nee, oder was? Nee. Da lässt sich nichts machen. Ja, gut, dass ich auch krank bin übrigens. Ja, beruhige dich erstmal, genau. Aha, da ist ein okay. Schacht. Alles klar. Da kommen wir doch schon mal irgendwo hin. Da sieht doch noch was aus.
Und ich würde jetzt mal ganz vage vermuten, dass wir damit vielleicht sogar in den Security-Raum kommen. So, was uns dort am Ende des Schachtes erwartet, Leute. Dam, dam, dam! Das erfahrt ihr das nächste Mal, wenn es wieder heißt Black Mesa mit Tibor und mir, den Chris. Ja, und ich würde sagen, Maul. Ich grabe nicht. Ciao. Okay, ciao.